Willkommen zurück, Leute, zu Lucius. Eine neue Runde. Ein neues Glück für den kleinen Satansbraten. Unten am Boden liegt immer noch Michael in der Garage. Wir wollten uns zuletzt darum kümmern, dass... Ja, was stand denn hier überhaupt zuletzt? Ich konnte den Lappen mit Farbverdünner tränken und Michael wurde ohnmächtig. Oder Michael. Ohne dass Will etwas gemerkt hat. Ich glaube, ich muss hier kreativ werden. Und genau das ist jetzt unser Plan. Der Pläne. Genau, dann hatte ich noch das Auto angemacht. Das muss ich jetzt nochmal machen. Wunderbar. Das wiederholt sich jetzt nochmal, weil ich das nachspielen muss. Ist ja aber nicht schlimm. Ich kann den Wagen mit meiner Willenskraft starten, ohne dass er die Musik übertönt und Will es hört. Aber die Dämpfe bleiben einfach nicht drin. Ich muss etwas dagegen tun. Ja, die entweichen irgendwo. Jetzt ist die Frage, gibt es hier einen Lüfter, wurde gesagt, oder auch Fenster. Ich habe die Fenster irgendwie noch nicht überprüft. Ich war die ganze Zeit mit dem Lappen zuletzt beschäftigt. Dachte, ich überprüfe mal erst die Fenster. Weil vielleicht kann man da oben irgendwas machen. Oder der Ventilator. Geht der Ventilator? Oder das Ding hier? Weil sonst... Hallo, kannst du mal aufhören, da jetzt festzustecken? Weil sonst habe ich auch keine Ahnung. Ist das hier... Das da? Nein. Vielleicht hier? Oh, ich muss jetzt mal alles ein bisschen abkontrollieren. Der Ventilator? Der Ventilator geht doch bestimmt aus. Vielleicht hier mit... Ne? Mit Telekinese doch eher. Telekinese? Leute, Telekinese? Telekinese Power! Ich will nicht mehr, dass die Abgase entweichen. Wie schaffe ich das? Mit dieser tollen Musik die ganze Zeit, die vom Kassettenrekorder auskommt. Also die Fenster sind ja alle zu. Ich glaube, das muss irgendwie mit dem Ventilator zusammenhängen. Wie kriege ich den denn mal ausgeschaltet? Mache ich das hier überhaupt mit Telekinese richtig? Oder muss ich das hier mit so einer anderen Special Power schaffen? Hier Feuer? Nee. Ich denke schon, dass Telekinese das Richtige ist. Vor allem, weil der auch noch direkt da drüber ist. Kommen die Abgase direkt hier raus? Oder ich muss den Lappen wieder nehmen? Hallo? Du musst erst einen Menschen kontrollieren, ehe du Objekte über Gedankenkontrolle benutzen kannst. Ja, das weiß ich. Kannst du das mimen? Kannst du... Ach, das hatte ich alles schon das letzte Mal ausprobiert, ne? Das ist total doofi. Kannst du das vielleicht hier oben irgendwo anwenden? Ja, doch nicht bei deinem Dreirad. Ich bin mit dem Dreirad hergecruised. Nochmal. Ich glaube, der Ventilator ist es. Das ist mir das letzte Mal gar nicht aufgefallen. Mit Luft entweichen. Kann man den hier ausschalten? Ist das der Schalter? Das ist ein Schalter. Warum geht das nicht? Kann ich das vielleicht zerschnibbeln, das Rohr? Das geht hier hinten lang. Ich kann doch nicht jetzt rausgehen, oder? Ernsthaft? Ist doch blöd, rauszugehen. Oder kann ich den irgendwo ausschalten? Vielleicht hier drin, also da? Kann ich den hier vielleicht ausschalten? Hm? Mit Strom? Strom ausschalten? Gehört da ein Knopf rein und der fehlt? Oh Gott, hier kommen Aufgaben über Aufgaben. Ich merke das schon. Lucius! Lucius, mach das mal. Mach das mal ordentlich. Hä, das wäre doch auch ideal jetzt hier nicht mit dem Strom. Also ich finde, das ist eigentlich eine gute Idee. Aber anscheinend nicht. Nicht so gut, dass ich sie so umsetzen kann. Kann ich da irgendwas reinwerfen? Wer wird doch jetzt hier nicht so einen Weitwurf-Scheiß machen? Kann ich hier irgendwie bei den Abgasen noch was machen?
Jetzt bin ich doch überfragt wieder. Ich dachte jetzt... Das könnte man doch... Kann ich den hier vielleicht irgendwie benutzen? Alles anbrennen und so. Kannst du den eigentlich auch so in die Hand nehmen, oder? Ja. Okay. Kannst du nicht auch nur... Vielleicht kann ich damit ja was anderes machen. Ja, der Lucius, der hat Spaß. Wir auch. Wenn wir fertig sind. Dann gucken wir das uns alles schön an, was wir hier wieder gebastelt haben. An netten, kleinen Tötungsideen. Ich meine, hier ist ein Stuhl. Kannst du den nicht nehmen? Dann können wir da oben rauf. Und so. Telekinese-Mimi. Blöde Telekinese-Kacki. Kannst du das da oben beim Ventilator benutzen? Also ein bisschen umständlich, was ich hier mache. Und ein bisschen sinnlos auch. Aber okay. Es ist doch der Ventilator. Der zwirbelt hier alles durch die Luft. Dadurch entweicht das. Die Fenster sind es ja scheinbar nicht. Es steht hier irgendwas, was ich nehmen kann. Können wir hier eigentlich raus jetzt? Ja. Wir können rausgehen. Ach, hier ist doch auch ein... Hallo, kleiner Mann. Hier, guck mal. Warte mal, dann mach doch das hier aus. Kannst du das von hier aus vielleicht machen? Wegen Schalter und so. Ziehe den Schalter für den Ventilator. Und da kommt auch schon gleich wieder die Lucius-Musik. Das kann so nicht benutzt werden, aber das soll benutzt werden. Hallo, Junge. Hallo. Aber es soll benutzt werden. Sonst würde es doch nicht gehen. Also das ist der Knopf, ja? Endlich habe ich ihn wenigstens gefunden. So. Ja, komm, das... Was anderes oder was? Kann so nicht benutzt werden. Kann so nicht benutzt werden. Was hast du vor hier? Sag mal, Lucius. Hallo. Wir werden mal gesehen werden. Können wir den mal kurz irgendwie manipulieren, den Typen? Ja, mach mal hier an. Warum eigentlich wir, wenn wir ihn nehmen können? So, wir deaktivieren die Klimaanlage, dann machen wir die Tür zu. Kann das nicht mehr entweichen. Endlich! Keine mehr Fahrspaß? Endlich keine mehr Fahrspaß. Nein, Sir. Ich habe nichts gesehen. Ich war im anderen Raum und habe die Waschmaschine repariert. Als ich zurückkam, lief das Auto und er lag auf dem Boden. Nochmal langsam. Sie waren im Raum nebenan und haben nicht gehört, wie das Auto von selbst ansprang? Nein, Sir. Ich habe wegen der Musik nichts gehört. Ich weiß, das klingt komisch, aber es ist die Wahrheit. Ja, klar. Schön, das können Sie dem Richter erklären. Ich werde den Deputy herholen. Ich will nur sicher gehen, dass Sie nichts Dummes anstellen. Das ist natürlich auch mies. Der wird jetzt wahrscheinlich der Nächste sein. Ach, der kleine Lucius. Das hat er wieder gut gemacht. Ja, jetzt ist Will dran. Das steht immer Michael. Ich kann, ja, okay. Will, der Handwerker, die Dinge entwickelt sich zu meinen Gunsten. Der Detective denkt in der Tat, dass Will etwas mit dem Tod von Michael zu tun hat. Er ist mit Handschellen an das Regal gekettet. Schnell, bevor die Polizisten zurückkommen. Ich kann fühlen, wie meine Kräfte immer mehr zunehmen. Es macht nichts mehr aus, wenn er mein wahres Ich sieht. Oh, okay. Na dann. Hallo. Volles Risiko. Warum steht hier eigentlich Sloth? Warum? Haben die hier irgendwie, haben die ja auch rumgevögelt? Weiß ich nicht. So, der sieht uns jetzt, ist ja egal. Wollen wir den einfach brennen lassen jetzt? Oder was?
oder ein bisschen rummanipulieren. Sein Geist ist zu stark für meine Geist. Gut, dann können wir ja jetzt... können ja jetzt alles machen, aber was... wie bringen wir den denn jetzt am besten um? Hm. Kann ich hier was machen? Habe ich irgendwie... ein Tötungsgerät? Die Abgase, die laufen jetzt natürlich nicht mehr. Was haben wir denn so? Hä? Ach, weil die Polizisten kommen, muss ich mich doch beeilen. Ach Mensch. Ja, gut, aber ich habe gar keine Ahnung, wie ich den umbringen soll. Das weiß ich nun wirklich nicht. Wie denn? Mit dem Lappen nochmal, dass so das auch ohnmächtig wird? Hat er den noch? Nee, den hat er nicht mehr. Was kann ich denn dann machen? Kann ich hier irgendwas machen? Irgendwas mit Telekinese? Ah, hier. Und die Kisten irgendwie? Muss ich hier irgendwas bauen? Ey, wie schnell soll ich das denn machen? Hör mal. Ich kann fühlen, meine Kräfte, er macht nichts was. Wenn er mein wahres Ich zieht, dann müssen wir doch direkt mit ihm was machen können. Oh ja, okay. Ich kann ihn brennen lassen. Hey. Können wir? Oder können wir ein bisschen mehr machen? Ah, da kommt er. Okay, da sieht man das, dass er kommt. Hä? Soll ich ihn jetzt brennen lassen oder was ganz anderes machen? Ich versuche das jetzt nochmal. Das ist immer so ein komischer Grafikstrichfehler. Weiß ich nicht. Dass durch Zusammenbasteln meines Rechners die Grafikkarte irgendwie nicht drin ist. Jedenfalls so. Also, hä? Kannst du das ein bisschen länger? Du musst ja Stärke. Ja, Power jetzt. Feuerstart. Jetzt der Feuerstarter. Ja, aber das dauert zu lang. Und vor allem sagt er nur hey. Und er stirbt ja nicht. Nee, da müssen wir was anderes machen. Da müssen wir was anderes machen. Aber was? Haben wir was? Können wir den einfach töten? Das muss aber was... Ja, da kommt er. Das muss aber was sein... was Unsichtbares. Wir können ihn ja nicht einfach mit irgendwas erdrosseln von hinten, irgendein Messer oder egal, selbst wenn wir eine Waffe hätten. Weil das würde man ja sehen. Und selbst wenn man nicht sehen würde, dass Lusch es war... würde man denken, wer konnte hier frei rumlaufen, der ihn jetzt, ne, hinten eine reinhauen konnte. Das heißt, wir müssen irgendwas nehmen, was so im Raum integriert ist. Und dieser Haken, der wäre doch so. Oder irgendwas anderes. Muss schnell handeln, ja. Wie denn? Ja, ich weiß, dass er da hängt. Und es wird immer auf seinen Kopf irgendwie gezeigt. Was ist mit seinem Kopf? Vielleicht nur den Kopf immer brennen lassen? Ja. Knallkörper. Ist er jetzt endlich mal dran? Das kann doch nicht sein. Das ist voll sein Kopf, der immer brennt. Und Spielende. Ich habe so oft seinen Kopf getroffen. Das ist das Schnellste, was geht, ob man seinen Kopf gerade brennen lassen. Aber irgendwie macht er das auch nur so kurz, immer den Knallkörper. Nee, das ist es irgendwie noch nicht. Das ist schon bitter. Hier zu überlegen, wie bringe ich jetzt hier schnell jemanden um. So, jetzt schon wieder der Grafikstrich. Weiß gar nicht, ob der mit aufgenommen wird. Ja, dann werde ich mich da auch mal demnächst drum kümmern. Ja. Oh.
Das wird nicht reichen. Hey. Er sagt nur hey. Und da kommt er doch gleich schon wieder, der Deputy. Das war es noch ein Schaff. Ich glaube, ich nehme doch einen noch. Aber... vielleicht mal Tür zumachen? Da kommt er schon. Oh Mann, du! Dein Vater hat dir einen Mordauftrag erteilt. Er ist in deinem Notizbuch. Benutze Köpfe als Knallkörper. Oder benutze Knallkörper an Köpfen. Ich weiß nicht was ich machen soll. Vielleicht immer auf jeden Fall das Kreuz machen, damit die Stärke schneller da ist. Und die Tür auch zumachen. Vielleicht geht das jetzt besser dann. Lag das am Kreuz, was nebenan noch ist? Ja, sein Kopf. So. Los geht's, komm. Jetzt geht's schneller, ne? Oder? Täusche ich mich? Ah! Muss mich doch beeilen. Ey, ey, ey! Mach! Warum? Oh, mach doch mal die Fähigkeit anders. Oh, wie dieser blöden Taste, ey. Ich fass es nicht. Ja, kann ich vergessen. Da kommt er doch schon. Kriegt einen Rappel hier. So, wir machen das Kreuz wieder aus. Zack. Und raus mit dir. Eine neue Runde. Check ich nicht. Vielleicht einfach mal hier das Benzin. Und wenn wir ihm das Benzin überkippen? Wir haben doch den Benzinkanister. Komm, nimm den Benzinkanister mit der Telekinese. Überschütte ihn damit. Das könnte doch funktionieren. Oh Gott, das, wie so viel Zeit haben wir doch gar nicht. Sondern brenne, Junge. Aber es muss eigentlich ja nicht da brennen, sondern... an seinem Kopf. Aber das mit dem Benzin ist bestimmt gar keine so schlechte Idee. Wir kippen ihm Benzin über den Kopf und dann ist er total schnell hin. Aber das Benzin ist nicht offen. Es war einfach nur ein Kanister. Vielleicht können wir den noch vorher aufmachen oder so. Der ist doch auch, da ist doch auch einer über ihm. Genau, und das wird auf dem Kopf gezeigt, so. Also, können wir das vielleicht mit Telekinese, da, alles klar. Warum nicht gleich so? Jawohl. So, und jetzt brenne. Oh, ist das übel. Oh, ist das widerlich. Also, das ist schon echt schlimm. Ich glaube, der ist langsam tot, oder? Warum steht er da noch? Kannst du jetzt mal sterben? Oh, willst du mich verarschen? Voll der Benzinkanister, der da auf ihm rumtröpfelt und... Oh! Stirb!
Hey, das ist so makaber und widerlich. Aber ich will jetzt schon, dass es klappt. Na, also wenn ich jetzt hier schon das die ganze Zeit probiere, dann hat das auch zu klappen. Die Polizisten kommen bald zurück. Du musst schnell handeln. Ja, ich bin dabei. Mach! Da ist Benzin drauf. So. Du musst deine Stärke, ja. Kann ich das irgendwie länger halten? Nee, ne? Mann, du musst erst deine Stärke wieder erlangen. Ja. Hä? Das Auto ist ja doch noch an. Warum ist das Auto noch an? Hat er das nicht ausgemacht? Das hat sich gerade auch bewegt. Haben wir das Auto mit unserer Telekinese gerade wieder angemacht? Muss ich vielleicht nicht nur das Benzinding über seinem Kopf in Brand setzen? Das kann doch alles nicht sein, ey. Das kann doch nicht so schwer sein. Mein Gott, ist das anstrengend, hier so ein Killerleben. Ja, das war jetzt schon ziemlich ausreichend, dachte ich. Kanister überm Korb. Und los geht's. Vielleicht können wir noch... Ach so, jetzt oder was? Hä, wieso? Na endlich. Na endlich. So, endlich. Fast da. Es wurde auch Zeit. Also dann doch der ganze Körper und nicht nur der Kopf am Ende. Hallo, Schiss? Alles fit? Was ist das? Und das innerhalb dieser kurzen Zeit, die müssen sich doch so verarschen. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich habe den Raum nur kurz verlassen. Scheiße, ist das Will? Ich habe erst heute Morgen mit ihm Kaffee getrunken. Viel länger mache ich das nicht mit. Wir müssen diesen verfluchten Ort verlassen. Wir gehen nirgendwo hin. Rufen Sie einen Rettungswagen und sagen Sie, dass es noch eine Leiche gibt. Warum sind wir immer noch hier? Wir sollten jetzt gehen. Ich bleibe keine Minute länger in diesem Haus. Nancy, du musst ruhig bleiben. Ich bat die Priester um Hilfe. Sonst kann uns keiner mehr helfen. Du kannst nicht wirklich glauben, dass ein 7-Jähriger dahinter stecken könnte. Das werde ich herausfinden. Halte dich in der Zwischenzeit von Lucius fern. Hör zu, Charles. Ich warte mit unserem Sohn im Garten. Wenn du nicht kommst, dann gehen wir ohne dich. Dieses Ding ist nicht unser Sohn. Und ich werde es dir beweisen. Amerikanische Schizophrenie? Habe ich das richtig gelesen? Ach, jetzt sie wieder. Jetzt... Oh Gott, jetzt singt sie da sur le Pont d'Avignon und auf ihre Art. Ja, es sind wirklich bald alle tot. Vielleicht ja sie als nächstes und noch weitere Tote im nächsten Part bei Lucius.
Hat ein bisschen länger gedauert, den anderen gerade umzubringen. Aber mein Gott, man muss ja auch mal ausgeklügelt rumprobieren, wie man jemanden schnell umlegen kann. Vor allem auf diese makabre, widerliche Verbrennungsart. Darüber möchte ich eigentlich gar nicht nachdenken, was ich gerade getan habe. Aber schön, dass wir weitergekommen sind und Mama jetzt total einen an der Klatsche hat. Wir weisen sie entweder ein oder wir bringen sie um. Eins von beiden wird wahrscheinlich passieren, könnte ich mir vorstellen. So wie er da jetzt gerade schon steht, da würde ich mich vor Lucius nachnehmen. Leute, wir sehen uns im nächsten Part, habe ich schon gesagt. Bis dann!